an. Du kannst mal, einfach jetzt einfach ein Spiel anfangen. Merlin ist schon passiert. Hi. Papa! Look, my dad down. Yeah. Eh? Look how nice that is. That's it, Lido. Anna, komm mal bitte. Showtime. Anna, look. Ja, baby. I will look when you come to the way to the toilet. No. Das ist very good with 1,90 m. Durch, danke. Mamma mia, 100 ways here. Ja. Oh Mama, look! Boot, Anna! Anna! Hier, high up, you can sit. Ah, they have, ah, das ist hier, wo you can sleep inside, mm-hmm. Anna. Das ist okay. Private. You can pop up for rent. Okay. Cool, oder? Huh? Na, we go the another way, ja, ja. Da ist der Toilet.
Ah, Mama and the Man. Als Fazit, ihr wolltet ja unser Fazit dazu hören, können wir eigentlich sagen, dass wir im Großen und Ganzen mit dem Besuch im Freizeitpark sehr zufrieden waren. Ne? Also wir waren ja schon mal da gewesen, aber nur auf dem Parkplatz und dann hat er Panik gekriegt und dann sind wir gar nicht reingegangen. Und jetzt, das war dann praktisch ein Jahr später, wollte er dann rein und er wird auch wieder reingehen wollen, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, auch gerade in Bezug auf Autisten. Es gibt Räume, die, also er mag es ja irgendwo in einer Höhle zu sitzen. Er mag teilweise nicht so viele Menschen in einen Raum. Da gibt es Ausweichziele in diesem großen Park und es gibt halt so viele kleine Nischen, wo man halt auch unter sich sein kann und wo er auch unter sich sein kann. Von daher war das wirklich schön und gerade so diese Vielfalt, ne, mit viel Bewegung über Brücken drüber und viel sehen, Tiere beobachten, Wasser fühlen, fanden wir gut, fand er gut und ja, ihr müsst das ausprobieren. Im Prinzip ein tolles Erlebnis für den ganzen Tag, ne? Und wer dort schlafen möchte mit seinem Kind und mit seiner Familie, der kann das natürlich auch. Haben wir selber nicht ausprobiert. Aber im Prinzip können wir das wirklich empfehlen. Gerade für eure Autisten oder für Kinder, die Probleme haben in anderer Umgebung und so weiter und so fort. Ne? Habt ihr Fragen dazu, schreibt uns unten in die Kommentare. Da bekommt ihr auf jeden Fall eine Antwort. Ne? Also dann, bis bald.